1938. Die jüdische Künstlerin Lotte Laserstein wird in Deutschland antisemitisch verfolgt. Sie hat das Land verlassen und lebt im schwedischen Exil. Wie viele andere Künstler auch, erhielt sie ein Ausstellungsverbot und eines ihrer Gemälde wurde als entartet beschlagnahmt. 1937 findet die sogenannte Beschlagnahmeaktion Entartete Kunst statt. Das heißt, es wird in die deutschen Museen gegangen und es werden alle Werke herausgeholt, die man als entartet betrachtet. Wie gesagt, Lotte Laserstein fällt darunter, Heinrich Emsen fällt darunter und Elfriede Lose-Wächtler fällt auch darunter. Diese Werke werden konfisziert und das ist etwas, was, glaube ich, im öffentlichen Bewusstsein auch sehr bekannt ist. Die Ausstellung präsentiert allerdings nicht nur entartete Werke, sondern auch Werke von Künstlern, die dem Nationalsozialismus nahestanden. So soll unter anderem aufgezeigt werden, dass nicht ästhetische Merkmale über die Teilnahme am Kunstbetrieb entschieden, sondern ausschließlich rassenpolitische Kriterien. Für uns war wichtig zu zeigen, für jeden, der verschwindet, tritt natürlich ein Neuer an die Stelle. Das heißt, wir haben häufig diese Gegenüberstellung, wer geht, wer kommt. Insofern war uns das wichtig, das auch gleichzeitig zu zeigen, weil man, glaube ich, auch verstehen muss, wenn jüdische Bürger aus dem Kunstbetrieb auf allen Ebenen rausgeschmissen, verfolgt, ins Ausland gejagt oder umgebracht werden, dass man sich auch fragen muss, wer tritt an diese Stellen, wer übernimmt diese Position. Die Ausstellung teilt die Künstler und ihre Werke, aber nicht pauschal in Gut und Böse ein. Das ist auch gar nicht möglich, denn viele Künstler haben im Laufe der Zeit die Seiten gewechselt. Diese Unsicherheit spiegelt sich sogar im Fußboden der Ausstellungsräume wider. Wir haben hier so einen Flickenteppich von verschiedenen Teppichstücken und der ist unterlegt teilweise von unterschiedlichen Bodenbelegen, die teilweise wird man weicher treten, teilweise tritt man so ein bisschen in ein Loch. Wir hoffen natürlich, dass sich niemand fällt. Aber praktisch dieser unsichere Boden, auf den man geht, also die Unsicherheiten in der Einordnung, die man dann natürlich vornehmen kann, wenn man die Texte liest, die bleiben nicht unsicher, aber diese Unsicherheit in der Erwartung, die ist in dieser Ausstellungsarchitektur im Boden drin. Bis zum 23. Februar 2014 können Interessierte die Ausstellung 1938 Kunst, Künstler, Politik im Jüdischen Museum in Frankfurt besuchen.